In den letzten Stunden habt ihr gelernt, dass man die Ableitung einer Funktion f erklären kann als die Steigung der Tangente an einem Punkt bzw. als ihre Änderungsrate. Also die Tangente, die ist hier in grün angezeichnet. Sagen wir mal, die Steigung ist m. Ja, dann ist die Ableitung der Funktion f an dem Punkt x0, also die Ableitung von f, die schreiben wir mit diesem Strich, ist gleich m. Ja, also die Steigung, das Ergebnis des Steigungsdreiecks, das ist auch der Tangens des Winkels oder ja, die Steigung in Prozent könnte man auch sagen. Das ist ja, die Steigung der Tangente von f an einem Punkt. Wie bekommt man die jetzt? Also bisher habt ihr den Grenzwert der Sekantensteigung angeschaut. Also eine Sekante eingezeichnet und die Punkte aufeinander zubewegt, in denen die Sekante die Funktion schneidet. Das ist dann die H-Methode. Das ist mathematisch interessant und funktioniert auch. Aber wenn man sich jetzt für die Ableitungsfunktion interessiert, also die ganze Funktion f' von x, die halt von einem bestimmten Definitionsbereich auf einen Wertebereich abbildet. Und wenn man dafür jetzt einen Term haben will, dann ist es relativ aufwendig, mit der H-Methode zu arbeiten und auch überflüssig, weil man relativ schnell erkennt, wie die Dinge miteinander zusammenhängen. Ja, in der Praxis bekommt man dann solche Ableitungen mithilfe von Ableitungsregeln. Und in diesem Video heute möchte ich euch zeigen, wie man mit der Ableitungsregel sogenannte ganz rationale Funktionen ableitet, aber auch Funktionen, bei denen das x in bestimmten Fällen unter dem Bruchstrich steht. Also, fangen wir mal an mit einem ganz einfachen Beispiel. Wir haben eine Funktion f von x, sagen wir x hoch 17. Dann ist die Ableitung, Ableitungsfunktion f' von x, 17 mal x hoch 16. Ihr kennt die Regel, wenn die Funktion x hoch n ist und man sie ableitet, dann ist die Ableitung n mal x hoch n minus 1. Das heißt, man schreibt den alten Exponent der Potenzfunktion vor die Ableitungsfunktion und dann kommt x hoch der alte Exponent minus 1. Ja, das ist eine ziemlich einfache Regel, die man sich auch ganz gut merken kann. Zwei spezielle Beispiele möchte ich vielleicht noch zeigen. Wenn man jetzt also die Funktion, nennen wir sie mal g, von x gleich x hat, also die winkelhalbierende, wie ist dann die Ableitungsfunktion? Nun, x kann man ja auch schreiben als x hoch 1. Und wenn ich jetzt einfach die Regel anwende, dann bekomme ich einmal x hoch 1 minus 1, also 0, und x hoch 0 ist 1. Also, das ist dann die konstante Funktion 1. Oder, was passiert, wenn ich jetzt die Funktion h von x gleich 1 nehme? Also einfach die konstante, waagerechte Funktion 1, die hat natürlich überall die Steigung 0. Das sieht man auch daran, dass man 1 kann man ja auch als x hoch 0 schreiben. Und hier könnte ich dann sagen, h' von x ist gleich 0 mal, und was auch immer da kommen könnte, es ist auf jeden Fall 0. Ja, grafisch, hier hatten wir diese Funktion und die Ableitungsfunktion sieht dann so aus. Und hier hatten wir so eine Funktion und die Ableitungsfunktion sieht dann so aus.
Naja, gut, also bis auf Handschrift. Naja, übrigens Ableitungsfunktion. Wir hatten auch in der Vergangenheit schon darüber gesprochen, wie man jetzt den Verlauf der Ableitungsfunktion sozusagen raten kann. In dem Fall wäre das so, wenn ihr euch jetzt mal diese Funktion f hier anguckt, dann hat die ja einen Tiefpunkt an dieser Stelle. Und da ist also die Tangente waagerecht. Da muss also die Ableitungsfunktion eine Nullstelle haben. Links davon fällt die Funktion f. Die Ableitungsfunktion muss also negativ sein. Rechts davon steigt sie. Hier muss also die Ableitungsfunktion positiv sein. Also sie könnte zum Beispiel ungefähr so aussehen. Ja. Und wenn ihr jetzt also eine Ableitungsregel habt, dann braucht ihr nicht mehr nur so zu argumentieren, sondern man kann dann wirklich aus dem Term von f den Term von f' der Ableitungsfunktion ausrechnen. Okay. Glücklicherweise funktioniert das auch mit negativen Exponenten. Also Beispiel, wenn ihr die Funktion f von x gleich, sagen wir mal, x hoch minus 2017 hättet, dann wäre die Ableitung minus 2017 mal x hoch 2, minus 2017 minus 1, also minus 2018. Die Regel bleibt also in Kraft, auch bei negativen Exponenten. Jetzt negative Exponenten bedeutet ja, dass das x im Nenner steht und man darf ja nicht durch 0 teilen, deswegen muss man hier jetzt ein bisschen aufpassen mit dem Definitionsbereich. Ich schreibe das mal so ein ganz klein bisschen genauer hin, was ich meine. Also, ich hätte jetzt also gerne die Funktion f und das x soll abgebildet werden, sagen wir, auf 1 durch x hoch 7. Ja, das ist eine Funktion, die tut, was sie soll, aber ich muss jetzt ein bisschen aufpassen. Ich darf jetzt für das x jede reelle Zahl einsetzen, aber nicht die 0. Also r außer 0. Ja, aber es kommen reelle Zahlen raus. So, das hier ist der Definitionsbereich. Und das hier war der Wertebereich, wenn ihr euch erinnert. Ja, so, und das x wird abgebildet auf x hoch 1 durch x hoch 7. Und da ihr ja die Potenzrechengesetze gut kennt, wisst ihr, das ist nichts anderes als x hoch minus 7. Ja, und jetzt könnt ihr ganz einfach den Term für die Ableitungsfunktion angeben. Das ist dann minus 7 mal x hoch minus 7 minus 1, also minus 8. Oder wenn wir es jetzt wieder konventionell hinschreiben, dann ist das minus 7 mal x mal 1 durch x hoch 8 oder minus 7 durch x hoch 8. Ja, der Definitionsbereich ist hier jetzt wieder r ohne 0. Also da darf man für x nicht 0 einsetzen, alle anderen Zahlen schon. Okay, machen wir mal ein kleines Anwendungsbeispiel. Also Anwendung in Anführungsstrichen, ja, jetzt nichts tatsächlich Praktisches. Aber angenommen, wir hätten jetzt so eine Aufgabe, wir hätten die Funktion, die durch den Term f von x gleich 1 durch x hoch 4 gegeben ist. Und wir wollten jetzt gern wissen, wo hat der Graph von f die Steigung minus ein Achtel.
Dann würde ich jetzt so vorgehen. Ich würde die Ableitungsfunktion bestimmen. Das sind minus 4 mal x hoch minus 5, weil ich habe jetzt schon in Gedanken das 1 durch x hoch 4 als x hoch minus 4 geschrieben und habe dann die Potenzregel angewendet. Und jetzt setze ich das, genau, so weit, so gut. Und jetzt möchte ich gerne wissen, bei welchem x ist jetzt also minus 4 mal x hoch minus 5 gleich minus 1 Achtel. Und dann löse ich auf nach x. Okay. Ja, also mache ich mal. Genau, ich teile also durch minus 4. Dann habe ich x hoch minus 5 ist gleich 1 durch ein Zweiunddreißigstel. Und dann, genau, gibt es jetzt unterschiedliche Methoden, wie man das machen kann. Man kann jetzt entweder den Kehrwert nehmen, aber ich mache das jetzt mal so. Ich potenziere beide Seiten mit minus ein Fünftel. Dann habe ich x hoch minus ein Fünftel mal minus 5 ist also 1, ist dann also 1 durch 32 hoch minus ein Fünftel. Das ist dann also die fünfte Wurzel aus 32. So, naja, okay, da habe ich mich jetzt ein bisschen schwer getan. Gut. Ist vielleicht sogar 2, ne? Mal gucken. Also 2 mal 2 ist 4, mal 2 ist 8, mal 2 ist 16, mal 2 ist 32. Ja, genau. Sehr schön. Oh, heute geht das nicht so schnell. Ja, also nur kurz zur Info. Was meine ich mit diesem Kehrwert? Ja, wir sind also jetzt gar nicht mehr beim Ableiten, sondern beim Lösen von Gleichungen. Ich hätte ja auch hier x hoch 5 gleich 1 32. schreiben können, dann hätte ich halt x hoch 5 gleich 32 gehabt und wäre auf das gleiche Ergebnis gekommen. Die fünfte Wurzel aus 32 und das ist 2. Okay, wo steckt hier jetzt das Ableiten? Das war hier tatsächlich nur am Anfang. Ich habe also eine Funktion und ich möchte wissen, bei welchem x ist eine bestimmte Steigung. Dann gehe ich also so vor, dass ich erst die Ableitungsfunktion bilde. Und dann die Ableitungsfunktion gleich der Steigung setze und dann einfach durch Äquivalenzumformung das x bestimme. Okay, soweit dazu. Es gibt aber jetzt noch Funktionen, die ein bisschen komplizierter aufgebaut sind als die Beispiele, die wir bisher hatten. Wenn ihr jetzt eure Betamax-Aufgaben bearbeitet, dann findet ihr die sogenannte Produktregel. Oder sagen wir besser Faktorregel. Die ist noch ein bisschen einfacher. Und zwar lautet die folgendermaßen: Angenommen, ihr habt eine Funktion g von x, die durch einen bestimmten Term gegeben ist. Und jetzt multipliziert ihr die Funktion mit irgendeinem festen Faktor, also mit einer Zahl, die aber nicht von x abhängt. Und jetzt leitet ihr das Ganze ab. Ja, die Regel ist zum Glück ziemlich einfach. Der Zahlenfaktor bleibt gleich, unverändert, und ihr bildet einfach die Ableitung der Funktion g. Wie könnte das aussehen? Sagen wir mal, wir haben die Funktion 2 mal x hoch 6.
Dann will ich also 2 mal x hoch 6 ableiten. Das hier ist jetzt das c. Und das hier ist meine Funktion, h von x. Und die kann ich ja ableiten. Das ist ja 6x mal 6x hoch 5. Und das tue ich also jetzt. Ich habe also 2 mal, und jetzt leite ich die Funktion ab, 6x hoch 5. Und das kann ich zusammenfassen. Das sind also 12x hoch 5. Ich kann also, wenn ich diese Funktion habe, eigentlich direkt die Potenzregel sinnvoll anwenden. Der Zahlenfaktor, der bleibt einfach gleich. Also f' von x ist gleich 6 mal 2x hoch 5, also 12x hoch 5. So, das erweitert natürlich die Möglichkeiten für Funktionen. Und noch mehr Möglichkeiten bekommt man mit der Summenregel. Die lautet jetzt folgendermaßen. Wenn ihr irgendeine Funktion g von x habt und addiert eine andere Funktion h von x und bildet davon jetzt die Ableitung, dann müsst ihr keine besondere Magie beachten, sondern ihr bildet die Ableitung von der einen Funktion und addiert die Ableitung der anderen Funktion. Man kann sagen, das Ableiten verhält sich im gewissen Sinne an der Stelle vernünftig. Ja, machen wir mal ein Beispiel. Ich habe wieder eine Funktion. Sagen wir x hoch 5 plus x hoch 3. Dann wäre jetzt das hier meine Funktion g und das hier meine Funktion h. Und g' von x ist ja 5x hoch 4 und h' von x ist 3x². Ich kann die also einfach zusammen addieren und kriege also raus, f' von x ist 5x hoch 4 plus 3x². Ich habe also einmal die Ableitung der ersten Funktion hier genommen und dann die Ableitung der zweiten Funktion hier dazu addiert. Wenn ich das jetzt zusammennehme, dann kann ich schon solche Funktionen ableiten, die man auch als ganz rationale Funktion betrachtet. Für die brauche ich nämlich die Potenzregel, die Summenregel und die Faktorregel. Und dann kann ich alle Funktionen ableiten, die so nach dem Bauprinzip irgendeine Zahl mal x hoch irgendeine andere Zahl plus oder minus, wieder so ein Term, ableiten. Also Ableitung von ganz rationalen Funktionen. Funktioniert also mit den genannten Regeln. Ich mache gleich ein Beispiel. Sagen wir mal, wenn die Funktion durch folgenden Term gegeben ist. 6x hoch 4 plus 5x hoch 3. Dann wende ich jetzt im Prinzip die Summenregel an. Indem ich sage, nein, ich rechne einfach für die Ableitung der einzelnen Summanden aus. Und für jeden Summand wende ich jetzt die Faktorregel an. Ich weiß also, der Zahlenfaktor bleibt einfach gleich. Und den x-Anteil, den leite ich mit der Potenzregel ab. Klingt kompliziert, ist aber ganz einfach. 6 mal 4 ist 24. X hoch 3 plus 3 mal 5 ist 15 x Quadrat. Ja, also den Exponent nehmen, mal den Vorfaktor
und dann der neue Exponent ist der alte minus 1 und dann das Ganze für jeden Term nehmen und das Vorzeichen dazwischen beibehalten. Ja, also, das ist relativ einfach, würde ich sagen. Umgekehrt geht es auch. Man kann jetzt zum Beispiel sich fragen, wenn ich eine Funktion habe, sagen wir mal x hoch 5 plus 8x, dann könnte man fragen, welche Funktion groß f hat f als Ableitungsfunktion. Ja, auch solche Aufgaben kann man lösen, wenn man diese Regeln kennt. Man geht folgendermaßen vor. Man rät einfach. Also, ich müsste jetzt mal gucken. Damit x hoch 5 rauskommt, könnte ich ja mal was mit x hoch 6 nehmen. Wenn ich das jetzt ableite, ja, also das Groß F ableite, dann kommt 6x raus hoch 5. Das ist schon mal gut, aber dieser Faktor hier, der ist natürlich blöd. Den möchte ich nicht, der soll weg. Da soll im Prinzip eine 1 stehen. Und 6 mal 1 Sechstel ist ja 1. Also füge ich zu meiner Funktion noch ein Sechstel dazu. Dann funktioniert das, ne? Dann kriege ich x hoch 5 raus. Und ähnlich mache ich das hier jetzt für das 8x. Ich brauche also irgendeine Zahl, die, wenn ich sie mit 2 multipliziere, 8 ergibt. Und dann nehme ich einfach mal die 4. Und jetzt könnte ich aber auch noch irgendeinen konstanten Faktor abziehen. Ja? Also man rät ein bisschen schlau hin und her, probiert das ein bisschen aus und leitet dann einfach Groß F mal ab und guckt, ob es stimmt. Das soll nämlich F ergeben. Ja, dann habe ich also 6 mal 1 Sechstel x hoch 5 plus 2 mal 4 x hoch 1 und ja, minus 0, weil ja ein konstanter Term abgeleitet 0 ergibt. Das hatten wir als Spezialfall ganz am Anfang auf der ersten Seite. Und wenn ich das jetzt zusammenfasse, 6 mal 1 Sechstel ist 1, 1 mal x hoch 5 ist x hoch 5 und 2 mal 4 ist 8, x hoch 1 ist x. Ja, das ist auch eine Aufgabe aus euren Betamax-To-Dos für diese Woche. Die sei euch also hiermit geschenkt. Und ja, wenn ihr Fragen habt, meldet euch bei mir.